Das ist ein Kroko. Hier, guck mal. Oder? Die Zacken? Dave, let's go. Abfahrt. Behind the scenes. Das Team hinter Seven vs. Wild. Let's go. Wir machen einen Sprung zurück und begleiten das Team nach dem ersten Scouting und der Entscheidung für eine Insel auf ihrer Reise nach Panama. Wochen bevor die Teilnehmer anreisen. Zeigen ihr erstes Zusammentreffen und erklären, wer eigentlich dabei ist und welche Aufgaben sie übernehmen. Wir wünschen viel Spaß mit den ersten Einblicken ins Team Basecamp und dem wirklichen Produktionsstart von Seven vs. Wild Staffel 2. Ah, herrlich! Ich freue mich. Das sind ja auch alles Sachen, die ich überhaupt nicht gesehen, erlebt habe und nichts. Das ist für mich alles neu hier. Moin, Dave, freut mich, hi. Geil, dass du es rechtzeitig geschafft hast. Na klar. Ja. Wie bitte? Nur den. Haha, Junge Dave! Einfach hier in irgendwelchen Latschen und einem kleinen Koffer. Rico am Start. Sehr schön. Von wo aus fliegen die los? Also, was ist das? Logistisch ist es schon eine ziemliche Herausforderung. Frankfurt? Am anderen Ende der Welt so eine Serie machen zu wollen. Es ist schon teilweise schwierig mit Kamera. Ach Johannes, was ist hier denn los? Hier ist ja alles voll gewichst. Guck dir das Hemd an. Junge. Mit zu reisen. Aber hier alles voll. Mal hatten wir Macheten, Medikamente, für die du einen Ärzteschein brauchst, die verschreibungspflichtig sind. Ja. Wir hatten Sauerstoffflaschen dabei, die aussahen wie Bomben. Ich weiß gar nicht. Es waren einfach viele, viele Koffer mit viel, viel Zeug, was man eigentlich nicht dabei haben will und das auch gar keinem erklären will, warum man das unbedingt braucht. Zum Glück hatten wir diese ganze Produktion angemeldet, sodass es dann zumindest hier in Panama relativ easy war, das Zeug durchzubringen. Also es hat wieder erwarten. Schön erstmal hinter den Kulissen Militär- und Sicherheitskontrollenfilm. Oh, oh, oh. Kaum Probleme gemacht. Wo man aber auch sagen muss, vor allem Paddy hat sich da wirklich ins Zeug gelegt, hat bei den Airlines angerufen, hat gesagt, ey, können wir 25 Powerbanks transportieren? Weil da gibt es dann auch Limits, ne, Batterien, irgendwie darf man nicht endlos viele mitnehmen. Und wie ist das mit Sauerstoffflaschen? Was müssen wir da beachten? Ja, es ist schon aufwendig. Zum Glück waren wir viele Leute und konnten das irgendwie auf viele Schultern verteilen. Aber wir waren sehr, sehr glücklich, als dann am Ende alles da war, vollzählig, die Koffer durchgezählt. Alles Lebenswichtige für uns, für die Serie war dann da. Mhm. Das war schon cool, ja. Bisschen im Block-Style, geil. Ah, schön lichtstark die Kamera. Geil. Alter, die Aufnahme ist doch Stock-Footage, oder? Überleg mal gerade die Aufnahmen davor und die Aufnahme hier, die wirkt plötzlich wie im Kino, oder? Drohne schwenkt nach oben. 12 Stunden Flug haben wir hinter uns, gerade. Sind die mit der Drohne in Panama City geflogen mit so einem geilen Schwenk? Wer weiß. Großes Zusammentreffen vom ganzen Team und den Wandermut-Jungs, zumindest der Teil des Teams, der jetzt schon hier ist. Es kommen ja die ganzen Teilnehmer in der kommenden Woche noch hier an. Wir sind jetzt in Panama City, von hier geht die Reise weiter in den Dschungel auf die Insel. Hier jetzt erstmal ankommen, den Jetlag in irgendeiner Weise besiegen und dann geht's weiter. Dann geht's richtig in die Planung, alles vorbereiten und alle sind heiß, alle sind aufgeregt und keiner weiß so richtig, was uns erwartet. Das erste Mal hat sich das Team in Panama City getroffen und bei Wandermut, wir kannten Max und Johannes natürlich schon, aber wir waren natürlich auch gespannt, okay, wie sind die anderen alle drauf? Und was wir echt gemerkt haben ist, das Team hat einfach vom ersten Moment an richtig cool gevibed. Du hast halt gemerkt, okay, wir haben hier so eine junge Truppe am Start. Alle am Bock. Obwohl wir eigentlich begrenzte Mittel haben, verglichen mit irgendwelchen riesigen Produktionen, hast du hier einfach... Ja, eine junge Truppe, die da rausgeht, die Bock hat, den Status Quo zu challengen. Aber wer ist das Team überhaupt? Johannes und Max kennt ihr schon. Das sind die beiden Mitgründer und Organisatoren von Seven vs. Wild, die sich von Wandermut, also Tom und Martin als Gründern und Paddy als Projektleitung, Organisationsunterstützung geholt haben, um vor Ort alles zu regeln. Die richtige Insel zu finden, die Helikopter zu organisieren und vieles mehr. Für die Rettung und Versorgung in Notfällen gab es ein vierköpfiges Team, das aus Islam, Thorsten, Björn und Clemens bestand. Islam ist Facharzt für Gefäßchirurgie, Notarzt und vor Ort dafür da, geiler Typ, Alter. Wenn jemand über die medizinische Erstversorgung hinaus etwas braucht. Thorsten, den ihr schon aus der zweiten Folge kennt, ist... Thorsten auch.
Outdoor-Medic Ausbilder und Rettungsassistent. Björn ist ausgebildeter Notfallsanitäter und vermutlich derjenige im Team, der die meiste Notfallerfahrung mitbringt, da er schon seit Jahren im Job arbeitet. Und last but not least, Clemens, Rettungssanitäter und Feuerwehrmann. Wie genau dieses Team agiert und wie es in einem Notfall abläuft, erfahrt ihr in den nächsten Folgen an einem realen Beispiel. Vergesst also nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um diese und alle weiteren Folgen nicht zu verpassen. Natürlich muss neben der medizinischen Versorgung und der Organisation auch noch ein paar Selfie-Videos gemacht werden, ist ja klar, von den Ladies. Aber auch gefilmt, fotografiert, animiert und geschnitten werden. Johannes und Max kommen hier auch wieder ins Spiel, sind Produktionsleiter, filmen auch selber, machen Regie und schneiden. Pat ist Drohnenpilot, Cutter und DOP, was Director of Photography heißt und so viel bedeutet wie, er ist der entscheidende Mann an der Kamera für das gesamte Projekt. Und ich, Dave, bin angereist. Geil, Alter! Dave, auch so ein geiler Typ, mal ganz ehrlich. Mit seinem Schnauzer einfach schon, ah, oh, dann dieser Oakley-Brille, ey, die, weiß ich, ich lieb's. Für euch dieses Behind-the-Scenes zu produzieren und zu filmen. Bin aber auch irgendwie dann im Team für die Hauptserie gelandet und habe dort auch mitgefilmt. Rico steckt hinter allen Animationen, die ihr in der Hauptserie seht und er ist vor Ort hauptverantwortlich für Fotos, aus denen ein unglaublicher Bildband mit exklusivem Material, Interviews der Teilnehmer und des Teams und weiteren Sidefacts entstanden ist. Oh mein Gott, ist das vielleicht der Bildband, den es zu Seven vs. Wild gibt? Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Da gibt es ja wirklich Einblicke und Grafiken. Also, da scheppert's dich ja nochmal aus dem Leben. Das ist ja wirklich, also, wer da vielleicht Bock drauf hat, gibt's ja hier nochmal den Link in der Beschreibung. Auch nochmal supporten, wer da Bock drauf hat. Wird natürlich, ist eine Vorbestellaktion, wird erst final in den Druck gebracht, über 200 Seiten, wenn Simmerswert vorbei ist. Und dann kriegt er das Ganze im Januar geliefert. Ich freue mich sehr, sehr drauf und ist einfach, glaube ich, ein saugeiles Erinnerungsstück für jeden Seven vs. Wild Fan. Also, schaut da gern rein. Den Link, wenn ihr den sucht, findet ihr auch immer noch auf meiner Instagram-Kanal. Also, wenn ihr meinem Instagram-Kanal folgen solltet, ja, dann könnt ihr das nicht verpassen. Ich packe euch für den einen oder anderen, der nochmal vorbeischauen will, auch nochmal meinen Instagram-Link hier rein. Auf ganz uneigennützig. Schaut da gern vorbei. Gar kein Problem. Gönnt euch. Und weiter. Abfahrt. Darüber hinaus gibt es einen Fotokalender, Poster und verschiedenste Bundles. Also für jeden etwas dabei und vermutlich das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden Seven vs. Wild-Verrückten. Checkt die Produkte über den ersten Link in der Videobeschreibung ab und viel Spaß mit den Fotos. Natürlich brauchen wir aber auch Unterstützung der Einheimischen. Aber hier fehlt ein Bild von Rico. Wurde gar nicht eingeblendet. Es gab keinen Clip gerade, wo Rico mal zu sehen war in der Vorstellung. Nindo stellvertretend für alle vier Bootskapitäne. Roberto, unser Helikopterpilot, der genau wie die Bootsführer neben dem Scouting auch die ganze Zeit in Bereitschaft für eine potenzielle... Was ist das hier? Ist das ein Platzhalter? ...Rettung zur Verfügung standen. Roberto heißt eigentlich nicht wirklich Roberto. Mit den Helikopterpiloten gab es allerdings während und nach der Produktion so Riesenprobleme, dass wir ihren Namen ändern mussten. Ha. Wird das nochmal im Detail erläutert? Roberto wollte nicht. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Okay. Natürlich hatten wir aber auch einige helfende Hände dabei. Manu. Als Finance, Rita als Arzthelferin und Julian hinter der Kamera. Jeder hat Aufgaben erledigt, die über den eigentlichen Tätigkeitsbereich hinausgegangen sind und nur so konnten wir dieses Riesenprojekt in dieser Form umsetzen. Also hier ein Riesendankeschön an jeden Einzelnen aus dem Team für ihre Arbeit. Oh ja, hier Islam, schön am Bierpong spielen. So läuft nämlich der Hase. Guck mal an hier, wie das abläuft. Islam am Bierpong spielen. Islam am Start mit den Boys unterwegs zum Beach. Islam nochmal unterwegs mit dem Beach zum mit den Boys zum Beach. Hier oben nochmal entspannt unterm Sonnensegel unterwegs. Aha, aha, aha. So läuft der Hase. Hier die Jungs am Pool, bisschen chillen. Also, die haben sich da aber, ne? Das sieht aber ja ganz wild aus, die Nummer. Und die unheimlich aufregende und lustige Zeit. Da war Rico übrigens gerade zu sehen. Warte. Hier ist der Rico. An jeden Einzelnen aus dem Team. Da ist es Rico, hier. Für ihre Arbeit und die unheimlich aufregende und lustige Zeit. Vielen Dank. Hi. Hola, hallo. Oh, wo sind die da jetzt? Ach so, das war da, wo wir oben essen waren, ne? Da waren wir auch mal, glaube ich, essen. Oder? Das sieht man irgendwie... Doch, ich glaube ja. Bei so einer Produktion mit so vielen Leuten ist es natürlich extrem wichtig, dass jeder weiß, zu jedem Zeitpunkt, wann er wo gebraucht wird, wann ist wer wo, vor allem, wenn man... das Team splitten muss, also ein Teil des Teams hier auf San Jose und ein Teil in Panama City oder vielleicht... Code Red auf der Insel, aber Islam muss erstmal Bierpong beenden. Ja, sorry, Code Red, aber wir spielen gerade Bierpong, Alter, hä? Das geht gerade nicht. Auch in Deutschland, dass jeder trotzdem weiß, okay, wann muss ich am Flughafen sein, wann muss ich die Fähre betreten, wann muss ich mich ins Taxi setzen, wann muss ich was essen, wann muss ich scheißen.
So, das muss eigentlich alles klar sein, weil sonst hast du irgendwann das Problem, dass irgendjemand irgendwo ist, wo er nicht sein soll und dann fehlt er irgendwo. Man merkt so ein bisschen, Max hat in der Konstellation hier gar nichts zu sagen. Johannes hat hier ganz klar den Chefhut auf, erklärt, wie der Hase läuft und Max mit seinen kleinen schwarzen Händchen sitzt schön brav daneben und macht, wie Johannes das will. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Mal gucken, ob in dieser Konstellation, in diesem Video, nochmal so ein Interview kommt und Max auch mal was sagt. So einen Ablaufplan zu machen, den haben wir gemeinsam mit Wandermut erstellt. Ja, Johannes hat recht. Weil die ja größtenteils für die Logistik verantwortlich waren. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass der... Max träumt auch. Guck mal, Max guckt hier unten zurück zum Leguan hin und denkt, der ist komplett woanders. Der ist in einer ganz anderen Welt. Teams. 3 Tage nach Wandermut hier eingetroffen ist. Mhm. Und dann gingen die finalen Vorbereitungen hier in Panama los. Wir haben sehr, sehr Bock auf die nächsten Tage. Es werden anstrengende Tage, es werden aber auch geile Tage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das alle zusammen ziemlich geil machen werden. Für alles, was Orga, Logistik angeht, sind hier die Wandermut-Leute, die, ich werde es nicht übertreiben, aber wahrscheinlich 70-80% dafür gesorgt haben, dass das Ganze überhaupt läuft, wie es läuft. Von uns erstmal ein ganz, ganz herzliches Hallo. Damals war es noch so die Idee der Vision, man könnte das hier in Panama machen. Und allein um diese Insel, die ihr dann morgen sehen werdet, das ist einfach schon ein krasser Shot, wir werden ja das Glück haben, mit einem Flugzeug hinzufliegen. Und wenn ihr einfach schon seht, dieser Urwald, dieser Dschungel auf euch zukommt, das hat dieses richtige Jurassic Park Feeling. Dann werdet ihr sehen, warum es diese Insel geworden ist. Für uns ist es einfach krass, weil wir jetzt seit 6 Monaten darauf hinarbeiten. Wir haben gesehen, was ihr einfach vorher schon geschafft habt. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Planung so bei 90-95% abgeschlossen ist. Und jetzt noch die letzten kleinen Hindernisse oder die letzten kleinen Challenges, die wir hier meistern müssen. Aber das ist jetzt wirklich nur das letzte Wissen. Geil. Jetzt ist erstmal wichtig, anzukommen, den Ausblick zu genießen, was auf uns zukommt. Und alle erstmal Bierchen trinken. Islam hier auch schon mit dem Gedanken, eigentlich beim Bierpong, wenn wir ehrlich sind. Er guckt hier schon links vorbei, denkt so, komm, mach fertig dein Talk hier, juckt mich nicht, ich will einen saufen. Denn das wird der Hammer werden, das wird richtig gut werden. Und ich gebe einmal noch an Paddy, bevor wir anstoßen, an den Ablaufplan für morgen. Und dann stoßen wir final an und dann geht's ab ins Bett. Ganz kurz morgen und den nächsten Tagen. Ich werde mich kurz fassen, weil ihr seid alle müde. Im Großen und Ganzen, uns erwarten jetzt ein paar spannende Tage auf der Insel. Wir werden auf jeden Fall noch eine intensive Zeit haben, bevor es losgeht. Es wird sicher noch das eine oder andere Last-Minute-Drama kommen, aber... Oh ja. Das kam und wird sicherlich noch gezeigt hier. Das wäre ja auch langweilig sonst. So, Leute, ob das ein Hammerprojekt wird? Ja. Zum Wohle, zum Trotze, 4 Finger in die Fahrradkette. So, wir haben jetzt gerade alles gepackt. Man sieht es hier. Das Auto ist wirklich bis zum Rand vollgepackt, Tetris für Fortgeschrittene, und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Albu Flughafen. Dort packen wir alles in die Cargo-Flugzeuge und dann fliegen wir nach Isla San José. Lässt die Anspannung so ein bisschen nach gestern? Die Anspannung lässt nicht nach. Geil! Alter, mit den Sauerstoffflaschen! Junge! Oh, schwarz-weiß? Alter, was ist denn das hier? Das ist auf jeden Fall Rico. Epidemic, okay, Körpertemperatur. Boah, krass. Das ist so richtig cybermäßig, oder? Guck mal an hier. Rico kommt hier rein, wird erkannt, Körpertemperatur gemessen. Hier ist so ein Kästchen drumherum. Dann gibt es noch Kamera 2, 3 und 4, die das noch abliefern, abdingsen. Das sieht aus wie in so einem Film. Oh, geil. Okay, es geht los mit 2 Propellermaschinen jetzt hier vom Festland auf die Insel. Ich finde es ein bisschen shaky, ne? Da fehlt so ein kleiner Stubby in der Kamera, der so ein bisschen smooth macht irgendwie.
sehr zittrig. Eine Maschine, insgesamt zwei Flugzeuge, ein Cargo-Flugzeug noch. Es wird ein Fest. Oh, geil, auch, ihr müsst mal auf die Details achten, der Sound im Hintergrund, das ist ja nicht Original-Sound, der ist ja drüber gelegt mit dem Starten der Maschine und sowas. Nice! Und ready for departure, ready for takeoff und Abfahrt. Boah, Junge, 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 guck dir das mal an, ey. Auch krass, ne? Was ist das hier in der Mitte? Ist das ein Park? Du hast hier die Überhochhäuser? Sieht schon heftig aus. Ja, und Haufen Containerschiffe wegen Panama-Kanal. Oh, ist sie das schon? Wir sitzen im Flieger, 15 Leute. Rechts unter uns haben wir gerade einen Wal gesehen. Also wir merken jetzt schon, dass wir wirklich in ein Gebiet vordringen, was absolut unangetastete Natur ist. Nur wenige von uns, die hier im Flugzeug sitzen, waren schon mal auf der Insel. Für den Großteil von uns ist... Aber das ist eine andere Insel, meine ich. Ja, guck mal, das ist eine andere. Hier ist ja so ein richtiger Steg hier hinten. Hier ist irgendwas aufgebaut. Das ist, glaube ich, eine andere. Das allererste Mal und wir können jetzt schon vor den Teilnehmern sehen, was sie so ein bisschen erwarten wird. Also hier ist wirklich Dschungel, wirklich Natur. Es ist unglaublich. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das könnte sie sein, oder? Ja, ja, das ist sie. Das ist die Landebahn. Junge, da unten stehen rechts Autos und dann landest du da einfach auf so einer Piste, Alter. Schön Allmann-mäßig, alle klatschen, wuh! Yay, yay, yay! Wow, wow, was für ein Erlebnis. Mit dem kompletten Team hier auf die tropische Insel. Winziger Flughafen, winzige Landebahn, Wale auf dem Flug gesehen. Also das, was wir jetzt schon von der Insel gesehen haben, bedeutet eine absolute Focus on point. Tour für die nächsten 7 Tage und die 7 Teilnehmer. Das sieht wirklich menschenunfreundlich aus für Leute, die keine Ahnung vom Dschungel haben. Alter, wie viele Leute stehen denn da rum? Wer ist sie denn hier eigentlich? Ich glaube, es ist die Freundin von Tom McElroy, ne? Da gibt es auch noch eine sehr interessante Side-Story dazu. Ich weiß gar nicht, ob die jemals veröffentlicht worden ist oder veröffentlicht werden darf. Aber ich glaube, ich darf jetzt nichts dazu sagen. Hat nichts mit mir zu tun, aber ein Teilnehmer, Schrägstrich oder Teilnehmerin, hat vielleicht irgendwas mit dieser Geschichte zu tun, die ich nicht erzählen darf. Über eine der wenigen Straßen, wenn man sie Straßen nennen kann, ging es dann fürs gesamte Team Richtung Hacienda, die für die nächsten Tage und Wochen Unterkunft für... Ihr könnt ja die ganzen Kandidaten mal durchfragen. Vielleicht ist einer dabei, der euch eine Geschichte erzählt. Ich kann euch so viel sagen, meine Geschichte war es nicht. Das gesamte Team sein sollte. Nice. Wunderschön. Es ist einer der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. Naja, da warte aber halt auch noch nicht auf den Malediven, mal ganz ehrlich. Wow. Na, haben wir zu viel versprochen? Alter. Es ist einfach... Ist einfach der schönste Ort der Erde hier. Ach du Scheiße. Also vor uns absolut unglaubliche, atemberaubende Küste. Palmen mit Kokosnüssen, weißer Sandstrand. Es sieht unglaublich aus und wir wissen, dass wir das in den nächsten 7 Tagen natürlich super entspannt genießen können, während die anderen vermutlich zu kämpfen und zu leiden haben. Nee, ist schon schön. Ist schon schön, muss man sagen. Kann man machen. Aber Malediven finde ich schon noch ein bisschen geiler. Erster Eindruck? Der Hammer! Paradies! So, wir müssen alle schwimmen gehen, instant. Wie schwimmen gehen, Thorsten? Ihr seid arbeiten! Ihr seid doch nicht zum Vergnügen da. Yes! Komm, Isla, wir müssen runter ins Meer!
Natürlich sind wir nicht zum Spaß extra früher angereist. Es gibt eine Menge zu organisieren. Es gibt verschiedene Teams, die sich alle in ihren Bereichen organisieren müssen. Das Medical Team muss alle Medikamente vernünftig sortieren, alle Eventualitäten beseitigen. Es muss richtig viel organisiert werden. Natürlich müssen aber auch die Spots abgecheckt werden und es muss entschieden werden, welche Spots tatsächlich gewählt werden. Glücklicherweise waren Max und Johannes früher schon mal hier und haben schon eine grobe Auswahl getroffen. Wer genau aber welchen Spot bekommt, darum müssen wir uns jetzt kümmern. Ah. Wir fahren mit dem Boot raus. Okay, es geht jetzt wirklich nochmal ein finales Spot-Scouting. Nice. Um die komplette Insel und machen uns davon mal ein genaueres Bild und wählen mit professioneller Unterstützung aus, wer wo ausgesetzt ist. Oh, nice, 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 nice. Würde mich mal interessieren, ich meine, ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr das gesehen habt, ob auch noch erzählt wird, warum hat wer welchen Spot bekommen? Wo ist die Seahawk 2? Krass, guck mal, hier ist die Karte. Ich glaube fast, das sind die militärischen Abwurfzonen, kann das sein? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was steht denn hier drauf? Okay, hier steht nur irgendwie Spot. Backup für... Guck mal, das ist doch mein Spot. Das ist mein Spot. Aber was ist hier drüben? Final sind es ja der hier oben die geworden und meiner hier unten. Ich hätte auch Johannes... Weißt du, was Johannes zugetraut hätte? Hier. Dass die mich hier aussetzen. Das hätte ich denen zugetraut. Ganz ehrlich. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Leute, Achtung, Achtung. Zusammenreißen. Johannes ist im Chat. Dachte, du läufst dahin. War ein Sandstrand, der aber schwer zu erreichen war per Boot. Wir müssen jetzt zusammenreißen. Jetzt dürfen wir nichts Böses mehr sagen. Wirklich super gemacht. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Nochmal fetten Respekt und Dankeschön ans Orga-Team. Da muss man wirklich auch nochmal große Props da lassen. Was hier geleistet worden ist, ist, man könnte sagen, unmenschlich. Ja? Also da wirklich auch nochmal von der kompletten Community und meinerseits ganz großen Respekt. Die Challenges gehen wir jetzt nicht weiter ein, was da für Fehler passiert sind, dies, das ist auch nicht so schlimm. Ich habe es analysiert, man sieht es in der Reaction, aber das soll auch gar nicht Thema jetzt im Behind the Scenes sein. Nur so. Hinter uns krachen gerade die Wellen an die Felsen, viel stärker als ich selber gedacht hätte. Aber klar, wir sind im Pazifik unterwegs, hier hat es ordentlich Welle. Ziemlich problematisch, hier irgendwen ins Wasser zu schmeißen. Glücklicherweise ist aber keine Flut, während wir die Teilnehmer aussetzen, sondern genau zwischen Ebbe und Flut. Also da sollte das Wasser sich ziemlich entspannen. So ist das wirklich problematisch. Also wenn man kein guter Schwimmer ist, wenn man keine Flossen dabei hat, dann ist es eigentlich... Zum Glück hatte Sascha wenigstens Flossen dabei. Nicht möglich, hier irgendwen auszusetzen, würde ich jetzt als absoluter Laie sagen. Zum Glück haben wir Profis dabei, die uns dabei helfen können, das ein bisschen besser auszuloten. Die werde ich gleich auch nochmal alle zu Wort kommen lassen. Aber das sieht schon wirklich heftig aus. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Schweden letztes Jahr. Auf jeden Fall. Da habe ich übrigens auch schon verkackt, also da hat es sich mal Wellen gebraucht. Geil, Alter. Ach, David, besser Mann. Oha! Also wirklich unglaublich, wir sind mitten in der Natur angekommen. Alter, ein Riesendelfin. Das hier ist untouched und das merkt man. Der Großteil von uns hat gerade zum ersten Mal einen Wal aus wenigen Metern Entfernung gesehen. Hier ist Leben, hier geht's richtig ab und wir sind hier zu Gast. Wir werden uns natürlich dementsprechend verhalten, aber wirklich ein einmaliges Erlebnis. Das ist der absolute Oberhammer. Oh, jetzt, geil, geil, geil. Aha, 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 aha. Spot 1. Der erste Spot hier direkt hinter uns. Etwas problematisch. Der Profi, der Einheimische, hat uns gerade direkt gesagt, dass mit dem Aussetzen durch Strömung hier wirklich schwierig werden könnte. Dass die Bedingungen nachmittags schon deutlich besser sind und sie sind schon nicht gut. Gerade bei unerfahrenen Teilnehmern ist das eigentlich nicht machbar. Wir fahren erstmal weiter zu anderen Spots und schauen, ob wir was Besseres finden. Sieht idyllisch aus, aber wenn es so gefährlich ist, dass wir die Rettungsaktion direkt nach dem Aussetzen starten müssen, dann hat keiner was davon. Und es ist so gefährlich, dass er uns gerade sogar davon abrät, selber hier an Land zu gehen. Also, das ist wirklich kein Spaß. Okay. Jetzt kommt meiner, oder? Jetzt müsste meiner kommen. Erkenne ich sofort, klar. Erkenne ich, mein Spot. Fritz wird schon eingeblendet. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Also, mich hat es jetzt schon erwischt. Ich bin jetzt seekrank geworden hier. Johannes! Wie
warte, wie heißt der? Scheiße. Wie heißt dieser Typ? Wie heißt hier dieser Film? Dieser Cartoon. Warte. Der mit den Ballons von oben oder sowas? Heißt das von oben? Nee, warte, wie heißt das? Film? Von oben? Oder nur oben? Ja, ich hab'n! Das ist er. Der Allerechte. Also ich sehe keinen Unterschied. Oder? Sagt ehrlich. Ah, ich kann das nicht so gut wie Knossi hier. Sagt ehrlich, das muss er sein. Oder? Ja. 1:1. Aus dem Gesicht geschnitten. Ja, die Kappe ist ein bisschen anders. Aber sonst, das muss er sein. Der Allerechte. Oh, geil. Bei den Wellen, also teilweise, was ist das? 3-4 Meter Wellen? Jo. Ich glaube, hier hat man Spaß, wenn man ein bisschen schwimmen geht. Hä, was jetzt mit meinem Spot? Da kamen jetzt keine Infos zu meinem Spot. Und so brechen. Oh, nee, Digga. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas zu meinem Spot. Die zeigen, wie die ganzen Kokosnüsse runtergeholt haben. Oder so. Auf an Tag 2 weiteres Scouting. Alle Plätze müssen gesichtet werden. Gestern war leider nicht so viel Kram dabei, dass wir sagen könnten, das hätte gereicht. Heute geht's an die etwas vielversprechenderen Spots. Nicht alleine, sondern mit dem gesamten Medical Team. Wir sind mit 2 Booten dieses Mal unterwegs, also noch ein größeres Team, damit wir dort auch checken können, alle Bescheid wissen und bin gespannt, was uns erwartet. Wir sind heute nochmal raus, um alle Spots zu checken. Wir haben insgesamt 14 Stück und wir werden alle prüfen auf die Survival-Ressourcen. Das müsst ihr euch halt mal überlegen, ne? Es ist halt ja nicht so, dass da irgendwie, ach komm, wir suchen, ja, jetzt haben wir 7 Spots und fertig, sondern du brauchst ja Backup-Spots. Du musst gucken, ausweichen können, checken, vergleichen. 14 Spots, Alter. 14. Schauen, ob es tief genug ist, um da den Helikopter-Drop-Off zu machen. Und wir werden dann halt noch schauen. Du guckst ja auch den Fritz Friendly Cut. Ich glaub's auch. Da im Hintergrund sind da ganz andere Dinge passiert. Und wie gut die geeignet sind, also machen die sich gut auf Kamera. Und ich hoffe, dass wir am Ende des Tages 7 finale Spots haben für die Teilnehmer. Welcher ist das? Ne, da wurde keiner ausgesetzt, ne? Boah, der wäre aber auch krass gewesen. Mit diesem Sandstrand? Nicht genutzt. Warum? Warum? Also der Spot ist halt ein kompletter Jackpot, weil man hat einfach die Süßwasserquelle direkt am Aussetzungspunkt. Ja, aber warum nicht genutzt? Komplett alles Sand, also überhaupt kein Problem, hier jemanden aus dem Helikopter zu schmeißen. Hä, geil. Sehr geiler Spot auf jeden Fall. Aber warum nicht genutzt? Mit mega viel Ressourcen. Warum habt ihr mich da nicht hingepackt? Mega viel Müll, der aber geil zum Craften ist für die Teilnehmer. Ah, Joris? Ein sehr geiler Spot. Das könnte Otto sein, oder? Nee, ach, Saschas. Hä? Wir haben jetzt gerade noch zufällig. Spot gefunden. Und der ist ein absolutes Paradies. Welcher war jetzt das Paradies? Der von Sascha? Da oben haben wir Kokosnüsse. Hier sind da 2 Paar Schuhe. Nikes. Knossi. Hier gibt es auf jeden Fall Kokosnüsse. Ah, scheiße. Hätte er eh nicht runterbekommen mit der Technik. So, vorletzter Spot. Sehr rough. Sehr große Felsen hier im Wasser teilweise. Auch Kokosnüsse. Sehr hoch. Okay, da vorne wurde gerade gesagt, geht's noch deutlich geiler weiter. Da vorne geht's noch deutlich geiler weiter. Ey, guck doch mal. Aber no joke. Warte mal. Kokosnüsse. Sehr hoch. Okay, da vorne. Ey, guck mal, das wäre doch super geil hier gewesen für Nova. Warum hat sie sich denn nicht hier ein Lager aufgebaut? Guck mal an, wie gut das hier aussieht. Zwischen den Palmen hier dazwischen. Gut, muss aufpassen, wenn Kokosnüsse runterfallen. Ja, ist ein Argument. Aber eigentlich sieht das ganz nice aus. Wie gesagt, geht's noch deutlich. Zu weit weg? Ja, okay, klar, die 50 Meter da rein, die wäre ich auch nicht gelaufen, das stimmt. Geiler weiter. Uiuiui. Mega, guck mal hier, richtig so Stufenwasserfall. Ja, geil. Komplett epischer Spot, würde ich sagen, hä? Zum Abschluss der Erkundungstour haben wir uns hier ein absolutes Schmankerl aufgehoben. Wahrscheinlich mit der schwierigste Spot. Eine Flussmündung, die ins Meer reinführt. Also wirklich absolutes Paradies für die Salzwasserkrokodile, die es hier gibt. Es sieht jetzt schon beängstigend aus und die Sonne ist nicht mal untergegangen. Also ich habe nicht mal Bock, hier aus dem Boot herauszusteigen. Da könnte man abgesetzt werden, theoretisch. Geil. Warte, ein Kompass um, ne? Hä? Das ist ein Kroko. Hier, guck mal. Oder? Die Zacken?
keine Ahnung davon, aber ich weiß, dass die Dinger beißen können, dass sie hier sind. Dieser Spot, wenn den jemand bekommt, ist kein Witz. Flug hin, Wale, erste Bootsfahrt, Wale, heute Sting. Ja, aber es gibt, nee, es gibt keine Krokodile auf der Insel. Das ist, ihr müsst auch mal auf The Master of Survival, Master of Expeditions, auf die Vollprofis hören. Gibt's nicht. Stingrays, Wale, Salzwasserkrokodil, es ist unglaublich, wirklich. Ich sehe Dave hier, ausgesetzt. Ja. Ein Tag fürs Making-of? Auf gar keinen Fall. Richtig. Nee. Ja. Finde ich gut. Nach 5 weiteren unheimlich anstrengenden Scouting-Tagen, an denen wir mehrere Stunden auf dem Boot verbrachten, um Drohnenshots von allen Spots in allen Gezeiten und Tageszeiten sammeln zu können. Alter! Das musst du dir auch mal überlegen. Na klar, diese ganzen Transitions immer von den Leuten, ne? Zu allen Tageszeiten, lichtstimmungsmäßig. Und auch zu allen Ebbe- und Flutzeiten. Boah, Digga. Abgetaucht sind, unglaubliche Begegnungen mit wilden Tieren hatten und die verrücktesten Naturspektakel erleben durften, konnte sich endlich final für Spots entschieden werden. Da frag ich mich halt auch, was habe ich den Leuten getan, ne? Hier ist ja ein ganz klares Muster draus zu erkennen, oder? Ist ein Muster. Man will mich einfach nicht mehr haben. Vollkommene Isolation. Oh, warte. Johannes hat geschrieben. Ich für meinen Teil hatte eigentlich geplant, dass an mehreren Spots gar kein Süßwasser ist. Durch die Regenzeit war dann aber überall Wasser. Deshalb wollte ich wenigstens 1 bis 2 härtere Spots drin haben. Deine und Otto. Finde ich richtig so. Es war die richtige Entscheidung, Johannes. Ich sag gar nichts. Es war doch eine Top-Entscheidung. Es war doch gut. Ich habe gar nichts zu meckern. Am letzten Tag des Scoutings, auf dem Weg zurück zur Hacienda, sollte uns aber... Macht doch nur ein bisschen Spaß, Mensch. ...eine ziemlich besorgniserregende Nachricht vom Team aus dem Basecamp erreichen. Schnittwunde! Es gab den ersten Einsatz. Oh, das kommt in der nächsten Folge. Ey, geiles Ding, Alter. Das Team hinter Sam Bros. White. Erster Einblick auf der Insel, dies, das. Daumen nach oben. Nice. Richtig, richtig geil.